Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Halls of Torment. Ihr seht es, ne? Wir haben den Exhibitionisten, wollte ich gerade sagen. Nein, wir haben den Kammerjäger. Exterminator. So. Was haben wir gesagt? Wir gehen pur auf Fire Damage. Also als allererstes mal alles runter. Fire Damage voll. Attack Range. Vielleicht Attack Speed. Da, Attack Speed. Leider nicht so viel möglich. Wir müssen ja noch die Krone kaufen. Dann müssen wir diese Krone noch anlegen. Und das müssen wir noch anlegen. Mit Chance, genau. Und dann gehen wir einfach nochmal so ein bisschen auf Damage, ne? Ja. Movement Speed. Attack Range. Ja. Und ich glaube, so können wir das jetzt mal versuchen. In der Ember Ground. In den Ember Ground. Na dann, let's go. Ah, sehr schön. Yep. Geht gut. Der Text ist hier der höhere Schaden. Also wie hoch ist unsere Crit-Chance? 10%, genau. Und Crit-Bonus nur 20%. Das heißt, da müssen wir ordentlich was reinbuddern. Aber dann geht das Ding ab, die Schmerzkatze. Allein durch diese hohe Attack. Dingsbums, ne? Attack Speed. So. Defense. Kriegen wir gleich 3. Damage. Okay, dann gehen wir auf Damage. Ja, 4 Schaden mehr sein. Oh. Noch mehr als 4 Schaden. Ach, gar nicht. Hier die Krone, ne? Die rollt gerade total das Feld. So. Ja, das geht einfach nur ab, sage ich euch. Kann man schon fast stehen bleiben. Nochmal 40% Pickup Range nehmen und dann. Los. Ja, ganz stehen bleiben ist nicht, ne? Wollen es jetzt auch nicht riskieren. Und man sieht, diese Auto-Aim, ne? Hörnchance, Backspeed natürlich. Backspeed über Damage bei dem Bild hier. Und Burning Chance ist gut. Klar, machen wir aber nachher. Da gibt es so eine schöne Fähigkeit, die bringt dann, glaube ich, auf alle Feuerattacken Burning Chance. Zumindest stand dann nicht only hier, ne? Dragon Fire. Also Dragon Reap. Damage. Okay. Nehmen wir mit. 20%. Wir brauchen mehr Gegner. Mit wenig Gegnern können wir gar nichts anfangen. Das funktionieren unsere Multiplikatoren noch gar nicht richtig. So, wir sind so eine Menge. Wow. Ja, Mann. So geht's richtig stark. Was nehmen wir hier? Okay, das nehmen wir. Sehr schön. Yep. Das boostet uns gleich einfach nur.
Sehr schön. Ja. Duration sorgt dafür, dass sie länger brennen. Sehr geil. Und da brauchen wir auch kein Piercing. Weil das geht einfach durch alles durch, ne? Wie das. Einfach nur geil. Additional Flame Walls. Ja, Additional Flame Walls. So oder so ähnlich habe ich mir das mit dem vorgestellt. Zack. So, das ist halt ein Drache, ne? Müsste doch eigentlich absolut immun gegen Feuer sein, aber ist ja Gott sei Dank. So. Range. So auch ganz gut. Stark. Attack. Die Crit Hit Shark. Okay. Ja. Da ist noch ein bisschen Gold. 50. Können wir mal mitnehmen, ne? Ja. Okay. Ab nach unten links. Detect Movement Speed. Good Damage. Wir 60% Crit Damage haben. Okay. Wir machen ja auch schon eine moderate Zahl von Crit. Haben wir mal richtig Schwein gehabt. Base Defense und Speed Regeneration, würde ich mal erstmal einmal sagen. Crit Damage. Wer? Bone Slice. Das könnte auch richtig gut sein. Rare. Attack Speed. Sogar Schaden. Range Area. Das ist dann der. Ja, der ist auch gut. Und. Purer Schaden nochmal dazu. Das ist sehr schön. Ja, Mann. Ich kann nur sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da. Diese hier Drachenatem sieht einfach so aus wie so eine Feuerwand, ne? Die nach vorne geschoben wird. Fühlt sich auch so an, vom Schadensoutput halt her, ne? Machen wir mal ein bisschen Attack Speed. Für Defense haben wir 19. Ja. Oh, schön. So. Manche geben halt goldene, manche noch blaue, aber in der Masse bleibt halt immer mehr Gold liegen, ne? Immer mehr. Lock Frame. Ja. Ey, mach mir nicht nach. Sehr schön.
Oh, das war nicht gut. Da. Hey, komm mal rein. Oh, was gibt's hier denn Schönes? Every 5 seconds you summon an imp to fight by your side. It will be gone after a set time, which can be extended. And handled 5 summon at a time. Fire Walker Boot. Will you move your produce a trail of fire that damage your enemies? Fire Patches have a low chance to burn enemies. Ah, 15 movement speed by the end. Hey. Aber jetzt. Was für das? Da. Nicht. Definitiv. Additional attack. Machen wir. Bei dieser hohen Angriffsgeschwindigkeit passiert das wahrscheinlich ziemlich häufig, 10%. Die greifen ja, glaube ich, 8 oder 9 mal die Sekunde an, ne? Attack Speed. 8,9 mal die Sekunde greifen wir an, also fast 9 mal die Sekunde. Also jede Sekunde gibt es ein Additional. Ich bin jetzt die andere. Das wird unsere 10 hinkommen. Ja, Mann. Geht total auf Feuer, ne? Au. Aber die drücken einem auch Schaden rein, ne? Und noch mehr Range? Yep. Wir haben ja kein Bedarf auf an sehr hohen Movement Speed. Ja. Da ist ein Boss. Attack Speed. Er hat nochmal gesagt, wir haben keinen Bedarf an Movement Speed. Na, eigentlich schon. Ich glaube, Movement Speed ist immer gut. Besser natürlich, wenn man gar nicht erst Movement Speed skillen muss, weil man genug hat, aber manchmal gibt es ja nichts Besseres, ne? Yeah. 60%. Au. Ja, gleich sind wir down. Los. Rette uns. Autopilot. So. Einmal ganz kurz, bitte. Mich retten. Sehr schön. Ein bisschen mehr Regeneration. Und noch nicht mal Level 30 erreichen. Was nehmen wir hier? Green Blade. Fire Area, Fire Damage, Burnschaden. Genau das. Genau das brauchen wir für all unsere Feuerfähigkeiten. Das muss, glaube ich, das müsste mit allen Fähigkeiten. Alle, die brennen, verursachen können, verlieren. Burnchance nochmal 20%. Ja. Sehr schön.
Ja. Damage mit der Main-Waffe. Nein, wir nehmen erstmal Crit. 45. Das ist unsere Crit-Chance. Was? Erst 20? Mit Bonus? Warum nur 28? Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, du. Da nehmen wir puren Schaden. Die Bau von Backspeed. Ja. 10,1. Mein Angriff in die Sekunde. Das ist ein Additional, das heißt, es gibt immer 11 Angriffe in die Sekunde. Und das macht bei einem 70er Hit 700 Sekunden. Ja. Also die Skinner, die sind echt hartnäckig. Base. Ja, ich glaube, ich nehme das. Wieder Leben, das erste. Ja. Damit halten wir einen Hit mehr aus, ne? Also die Skelette, die halten viel aus. Fire Area, Fire Damage, Burning Shank. Ja. Guck mal, wie groß unsere Dinger da so voll sind. So. Feuer. Füße da. Elfkraft verwaltet. Wir uns gerade umzingeln lassen da. War noch gut? Gut rausgekommen eigentlich. Echt gut rausgekommen. Movement Speed. Jetzt nehmen wir mal Movement Speed. 10%. Sehr schön. Gut, bei den Skeletten müssen wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen. Nächstes Level up. Range. Nochmal 20% Range. Alter, Alter. So. Einfach mal noch ein Level up, Junge. Attack Speed. Crit Chance. Haben wir jetzt Crit Chance genommen gehabt? Ich glaube nicht. Ich hatte Angst, dass wir da nicht bekommen für. Weil die Skelette liegen hart. Richtig hart. Stehen bleiben. Die Chance. Doch, bringt noch was. Mit die Chance bringt was. Da kommen so einige. Ihr seht, wohin ich möchte, ne? In der Hand. Ich möchte jetzt die. Einmal kurz die Erfahrungspunkte einsammeln. Uns ein bisschen zu pushen. Nochmal. Ja. Bei langsamen Gegnern geht's gut. Sobald die aber ein bisschen schneller werden, ist schon echt schwierig. Zum Beispiel. Die kesseln uns richtig gut ein. Au. Gerade, dass das immer solche roten, also solche Feuerflächen werden und nicht so ein durchgehender Strich, der dann quasi so eine Feuerwand Schaden macht, ne?
Immer nur so kleine Fleckchen. Das finde ich schade. Aber okay. Alter, was war das denn gerade eben schon wieder für Damage, den wir gekriegt haben? So, los. Impies. Down. Gut. Mal diese Würmer, ne? Hey. Au. Sag euch, diese Würmer. Und noch einer. Oh no. So zu der Hand. Der ist glücklich. Jo. Gut. Erhoffe mir, dass das gut ist jetzt gerade. Oh. Wieder ein Hit passiert. Langsam kann das mal aufhören mit dem Hit. Ja, sehr schön. Gut. Müsste es ja mal ein paar Level abgeben. Wenn du willst. Additional Flame Wolf. Definitiv. Damage mit der Main Weapon. Verdammt, da kommt aber ein Haufen rein und noch ein Level. Noch ein bisschen größeren. Noch ein Level. Jetzt hätten wir Crit Chance mal nehmen können, ne? Wenigstens ein, weil Crit Chance. Ja, guckt euch mal diesen Feueratem an, der abgeht. Jo. Elemental. Geht auf alle, oder? Hoffe ich doch. Nehm das einfach nochmal. Nehm's einfach nochmal, damit der Pool nicht so groß wird. Ja, gleich Level 42 geschafft. Sehr schön. So, was kriegen wir hier? Was könnte ich mir noch nicht vorstellen? Meine ich jetzt, das könnte ich mir echt noch gut vorstellen. Hey, da ist irgendwo ein Boss. Weiß er ja. Oh, der Boss hat uns geschnetzelt. Schade. Hat nicht so geil geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wir haben auch hier jetzt schon fast 1 Million Main Weapon Damage gemacht. Für dass die Waffe so extrem wenig Schaden fährt. Oder so extrem kleine Schadenszahlen, mal aber pro Sekunde 10 Dinger zum Schluss rausgehauen hat. Wir haben nicht ein Quest geschafft. Na gut. Alles klar. Na gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.